Ja, liebe Rostocker, wir haben gerade die Zahlen von der Polizei bekommen. Wir freuen uns, dass Sie so zahlreich erschienen sind. 1000 Menschen wurden gemeldet. Ein stolzes Ergebnis. Herzlichen Dank, dass ihr da seid. Und ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich bei unseren Gästen heute bedanken. Insbesondere natürlich bei unserer Bundessprecherin Frauke Petri, dass sie hierher gekommen ist und zu uns gesprochen hat. Es gab ja im Vorfeld einige Fragen der Medienvertreter, die gesagt haben, aha, Frauke Petri ist da, Jörg Meuthen aber nicht. Ist das ein Statement von euch? Natürlich nicht. Es ist Käse. Aber wir können natürlich auch gerne mal offen sprechen. Ja, es gibt da Meinungsverschiedenheiten. Frauke Petri macht gerne Urlaub auf Rügen und Jörg Meuthen auf dem Darß. Und das kann uns nur freuen, weil beides liegt in Mecklenburg-Vorpommern, unserem schönen Heimatland. Ja, liebe Rostocker, liebe Mecklenburger und Vorpommern, heute sind es, ich habe mal eben noch mit meinem Taschenrechner überschlagen, 46 Tage bis zum Wahltag. Und ich freue mich schon jetzt diebisch auf die langen Gesichter der Altparteien, wenn wir als stärkste Fraktion in den Landtag einziehen. Genau das muss unser Ziel sein, denn die Bürger in diesem Land haben die Nase voll von der Politik zu Lasten des eigenen Volkes. Sie haben die Nase voll von allglatten Karrieristen und Berufspolitikern. Sie wollen endlich echte Volksvertreter, die ihren Namen verdienen. Sie wollen keine Parteien mehr, weder auf Landes- noch auf Bundesebene, die der Souveränität Deutschlands an die EU abgeben wollen. Sie wollen nicht, dass Milliarden und Abermilliarden in einer sinnlosen Euro-Rettung versenkt werden. Geld, das unsere Kinder und Enkelkinder eines Tages bezahlen müssen. Und sie wollen vor allem nicht, dass unser Land und ganz Europa Schritt für Schritt zu einem Kalifat gemacht wird. Dagegen stehen wir Bürger auf. Wir lassen unser Land von den Altparteien nicht länger gegen die Wand fahren. Wir werden in die Parlamente einziehen und endlich wieder Politik für das eigene Volk machen. Und ja, wir wollen eines Tages in die Verantwortung, denn wir wollen Grundsätzliches ändern. Wir wollen den Parteien die viel zu große Macht nehmen und sie zurück in die Hände der Bürger legen. Parteien sind eben nicht geeignet, den Rundfunk zu beaufsichtigen, weil wir nun mal nicht den Bock zum Gärtner machen können. Und Parteien haben auch nicht die Aufgabe, die Richter nach Parteibuch auszukungeln. Die AfD fordert weniger Macht den Parteien und stattdessen mehr Demokratie und Mitbestimmung, so wie es die Schweizer schon seit Jahrhunderten praktizieren. Wir sind nicht dümmer als die Schweizer und wir sind auch nicht unintelligenter als die Briten, die zuletzt über ihr eigenes Schicksal bestimmen durften. Und wir sind schon erst recht nicht blöder als die Politiker hierzulande, die meinen, uns bevormunden zu müssen. Wir wissen selbst, was gut für unser Land ist und wollen selbst entscheiden, was uns wichtig ist. Stattdessen eilen unsere Politiker von einem Demokratiefest zum nächsten, um wie Blinde von der Farbe zu reden. Nehmen wir die Landtagspräsidentin dieses Landes, Silvia Brettschneider, SPD. Die höchstgestellte Politikerin Mecklenburg-Vorpommerns hat offen versucht, die Durchführung eines AfD-Parteitags zu verhindern, indem sie auf den Gastwirt einwirkte, dieser möge uns doch ausladen. Und das Ganze hat sie auch noch offenherzig bei Facebook gepostet. Das, meine Damen und Herren, sind gleich zwei Skandale in einem. Erstens, die Landtagspräsidentin hält offensichtlich wenig von Demokratie und ist darum als Politikerin eines demokratischen Landes völlig ungeeignet. Aber vielleicht hat sie noch Chancen als Demokratiebeauftragte bei Erdogan. Und zweitens zeigt die verblüffende Offenheit der Frau Brettschneider, dass sie keinerlei Gegenwind erwarten musste. In einem normalen Land hätte es gegen so ein Verhalten der höchstgestellten Persönlichkeit einen Aufschrei der Medien und der politischen Konkurrenz gegeben und die Frau hätte zurücktreten müssen. Aber nicht bei uns. Die freiesten Medien aller Zeiten waren so frei, darüber zu schweigen. Dafür berichten sie dann lieber wieder vom nächsten Demokratiefest von Frau Brettschneider.
Liebe Freunde, dafür sind wir 1989 nicht auf die Straße gegangen. Aber wir Ossis sind zäh. Wir stehen schon wieder hier und wir bleiben hier. Denn wir haben mit der Muttermilch aufgesogen, wie wichtig die Freiheit ist. Wir haben uns die Freiheit gemeinsam erkämpft und wir werden sie verteidigen gegen alle, die glauben, sie hätten zu entscheiden, was wir zu denken und zu sagen haben. Wir stehen auf gegen die Bevormundung und werden dafür sorgen, dass in diesem Land endlich wieder jeder frei atmen kann. Ja, noch 46 Tage, dann ist die AfD im 9. Landtag Deutschlands vertreten. Und dann werden wir der nächsten Landesregierung vermutlich als stärkste Oppositionspartei Beine machen. Dann werden wir nachfragen, warum plötzlich wieder so viel Geld da ist, wo es um die Verwaltung der Migrationskrise geht. Vorher mussten Eltern Klassenräume selber renovieren, weil es hieß, es sei Ebbe in den Kassen. Nun ist es plötzlich da und es drängt sich die Frage auf, und die höre ich wirklich an jeder Ecke: Warum ist dieses Geld plötzlich da, was vorher für unsere Bürger nicht da war? Es ist natürlich klar, hier wird schon mal das Einkommen der nächsten Generationen verfrühstückt. Wir sagen Danke, Frau Merkel, in Anführungszeichen, und allen anderen, die diese unverantwortliche Politik der offenen Scheunentore betreiben. Die unkontrollierte Massenzuwanderung bleibt natürlich das drängendste Problem, auch bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Wir sehen es alle. Langsam verändern sich auch unsere Stadtbilder. Am Strand von Boltenhagen, das haben Sie vielleicht gelesen, werden demnächst Hinweisschilder aufgestellt: Bitte nicht fotografieren. Und als ich diesen Fernsehbericht gesehen habe, habe ich mich gefragt, ja, warum nicht mehr fotografieren? Das war doch all die Jahre über üblich. Es hat niemand darüber offen gesprochen in dem Fernsehbericht. Dann ging aber die Kamera auf das Schild. Dort stand dieser Spruch, also bitte nicht fotografieren, auf Deutsch, auf Englisch und auf Arabisch. Dann war mir alles klar. Warum ist das so? Warum ist das so, dass in diesem Land wir uns anpassen müssen an die Gepflogenheiten anderer? Das kann nicht sein. Wir wollen diese Probleme in unserem Land nicht. Etwa 1,5 Millionen Migranten sind im letzten Jahr zu uns gekommen, dank Merkels Einladung. Und wenn Sie denken, das ebbt jetzt ab, von wegen, die Städte und Gemeinden rechnen in diesem Jahr wieder mit über 700.000 Migranten. Das macht dann über die zwei Jahre zusammen schon über 2,2 Millionen. Wie lange soll das so weitergehen? Wir müssen endlich unsere Grenzen sichern. Wenn es mit dem Schutz der EU-Außengrenze nicht klappt, dann kann das nur heißen: Bundespolizei an die Grenze und kontrollieren, illegale Migranten sind abzuweisen. Und das sind ja eigentlich die rechtlichen Bedingungen, die nach wie vor gelten, aber Frau Merkel setzt sich darüber hinweg. Ja, und wir müssen auch über die Rückführungen reden. Nur ein kleiner Teil der hier Angekommenen darf ja eigentlich hier bleiben. Und dennoch bleiben praktisch alle da. Da hilft es auch nicht, wenn Innenminister Cafier medienwirksam die ein oder andere Chartermaschine vor Lage starten lässt. Immer noch wird nur ein Bruchteil der abgelehnten Asylbewerber abgeschoben. Und das geht nicht. Die AfD lehnt die Aushöhlung des Asylrechts ab. Wir müssen endlich wieder konsequent das Recht durchsetzen. Und das Recht muss für alle gelten. Wir dürfen keine Parallelgesellschaften in unserem Land dulden. Das heißt auch, die Frage nach dem politischen Islam zu stellen. Denn sein Herrschaftsanspruch ist es, der unsere Freiheit eines Tages in Frage stellen könnte. Wenn in Studien über die Hälfte der Muslime in Europa die Scharia über unseren Rechtsstaat stellt, dann gibt es ein großes Problem, über das wir verdammt nochmal reden müssen. Und wir haben es ja gerade in der Rostocker Moschee erlebt, welche Kräfte dort die Macht übernehmen wollten. Vorgestern gab es einen schrecklichen Anschlag mit vermutlich islamistischem Hintergrund. Und überall in Europa erleben wir Terror von ungeahntem Ausmaß. Soll das unsere Zukunft sein? Wir sagen nein. Wir denken nicht daran, uns daran zu gewöhnen. Wir fordern endlich entschlossene Schritte von Frau Merkel zum Schutz der eigenen Bürger. Und das kann als allererstes nur heißen: Schottendicht. Neben der Migrationskrise gibt es aber eine weitere große Krise,
Die Armut an Kindern ist das Problem, das uns wirklich ins Mark trifft. Denn Kinder sind unsere Zukunft, nicht grenzenlose Zuwanderung. Wir müssen endlich Bedingungen in Bildung, Wirtschaft und Familienpolitik schaffen, die jungen Menschen die Familiengründung in ihrem Heimatland ermöglicht. Kinderreichtum für Mecklenburg-Vorpommern, das ist unser Ziel als Familienpartei AfD. Und deshalb wollen wir kostenfreie Kindergartenplätze, wir wollen ein längeres Elterngeld bis zum 18. Lebensmonat und wir wollen ein günstiges Familiendarlehen, damit sich Paare schon früher für Kinder entscheiden können. Gab es übrigens früher schon mal. Sollten wir wieder einführen. Ein weiterer Schwerpunkt unserer Politik wird die innere Sicherheit darstellen. Die Landesregierung hat unsere Polizei über die Jahre kaputt gespart. Und deshalb danke ich umso mehr, dass die Polizei uns wieder so zahlreich unterstützt heute Abend hier in Rostock. Jahrelang wurden Stellen abgebaut. Und so ist es zum Beispiel ein Unding, wie lange man heute zum Beispiel auf einen Einsatzwagen warten muss. Mein Co-Landessprecher Matthias Mantei hat es gerade am Wochenende erlebt, als die Antifa ihm Steine ins Haus warf. Eine Dreiviertelstunde hat es gedauert, bis der Wagen da war. Und das müssen wir ändern, liebe Freunde. Und wir haben eine viel zu hohe Kriminalität im Bereich der Wohnungseinbrüche, ein besonders sensibler Bereich, denn die Menschen sind danach monatelang psychisch belastet. Auch die grenzüberschreitende Kriminalität ist nach wie vor deutlich zu hoch. Wir brauchen endlich mehr Polizisten auf der Straße. Übrigens will ja jetzt sogar die CDU 555 neue Stellen schaffen. Oho, eine Schnapszahl. Ja, da haben wir wirklich herzlich gelacht. Herr Innenminister, Sie hatten 10 Jahre Zeit und haben genau das Gegenteil gemacht. Es ist also wenig glaubwürdig, jetzt mit der Forderung nach mehr Polizei zu kommen. Nein, wer mehr Sicherheit will, der muss AfD wählen. Liebe Rostocker, Mecklenburg-Vorpommern ist ein kleines Land, aber verkennen wir nicht, auch bei dieser Wahl am 4. September geht es um wirklich viel. Es geht um unsere Heimat und es geht um unser Vaterland Deutschland. Mit dieser Wahlentscheidung bei uns setzen Sie nämlich auch ein wichtiges Zeichen für Berlin. Wer nicht will, dass dieses Land weiter vor die Wand gefahren wird, der muss aufhören, von der Couch aus zu meckern. Sie sind ja Gott sei Dank alle hier. Also er muss seinen Allerwertesten endlich hochkriegen und wählen gehen. Diesmal gibt es eine Alternative zu den sozialistischen Einheitsparteien Deutschlands. Sie finden die AfD am 4. September auf Ihrem Wahlzettel auf Liste 13, schon mal vormerken. Eine junge Partei von Bürgern, die eben keine Berufspolitiker sind, sondern mitten aus dem Leben kommen. Und die vor allem eines verbindet, die Liebe zu ihrem Land. Wir sind Patrioten, auch Frau Hauke hat es schon gesagt. Wir wollen das großartige Land, das wir von unseren Eltern und Großeltern übernommen haben, so erhalten, wie wir es kennen und lieben. Wir wollen mit diesem Erbe sorgsam umgehen und es mehren, um es eines Tages mit Stolz an die nächste Generation weitergeben zu können. Liebe Freunde, machen Sie uns stark am 4. September 1989 hat gezeigt, dass wir gemeinsam etwas Großes bewegen können. Für unser Land und für unsere Kinder. Dankeschön.